hier in Mainz studiert, seine kardiologische Ausbildung bei Professor Schölmerich erhalten und ging aber dann zu Professor Just nach Freiburg, um dort, sagen wir, den letzten Schliff zu bekommen. 1993 wurde er dann zum Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Pulmonologie und Angiologie am Josefshospital in Wiesbaden ernannt. Diese Funktion hat er 23 lange Jahre, möchte man sagen, inne gehabt. In dieser Zeit war er aber höchst innovativ. Er hat nämlich den Zugang für den Herzkatheter vom Bein oder von einer Beinarterie in der Leiste zum Arm verlagert, also über eine Armarterie, was natürlich wesentlich eleganter und ich glaube auch wesentlich komplikationsärmer ist als der andere frühere Zugang. Und dies hat sich, wenn ich das richtig sehe, weltweit durchgesetzt. Wenn Sie unsere Vorträge verfolgt haben und auch in dieser Veranstaltung waren über seltene Erkrankungen, dann ist Ihnen vielleicht Professor Kasper aufgefallen. Denn es ging damals um eine Kobaltvergiftung, die ein Patient nach einer Hüftprothesenimplantation hatte. Keiner wusste das, aber Professor Kasper stand auf, uns Kardiologen ist es bekannt. Wir kennen das Kobaltherz. Und da wurde doch deutlich, welche Bedeutung die lange Erfahrung eines Berufslebens eigentlich hat. Die Erfahrung ist auch notwendig, um neue Entwicklungen bewerten, beurteilen zu können. Ich bin sehr dankbar, lieber Herr Kasper, dass Sie uns heute in die Thematik einführen und durch den Abend führen und darf Sie nun bitten, die Moderation zu übernehmen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Junginger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, unsere beiden Referenten werden Ihnen heute Abend die Faszination von Forschung und medizinischer Entwicklung in der Kardiologie am Beispiel der interventionellen Herzkathetertherapie nahebringen können. Denn was sich in den letzten 30 Jahren auf diesem Gebiet entwickelt hat, war enorm. Und ich möchte Ihnen das einmal kurz an einem Abriss verdeutlichen. Die erste Ballon-Valvuloplastie der Aortenklappenstenose wurde 1985 von Alain Cribier in Rouen durchgeführt. Und wir waren baff, dass sowas überhaupt geht, eine verkalkte Aortenklappenstenose zu sprengen. Das ist doch gefährlich, da können sich Bröckelchen ablösen und können einen Schlaganfall machen. Aber es funktionierte und wir haben damals in Freiburg schon 86, 87 die ersten Ballon-Valvuloplastien gemacht und haben leider dann die gleiche Erfahrung machen müssen wie Alain Cribier, dass diese Druckgradienten, die an der Aortenklappe sich nach dieser Sprengung deutlich reduzierten, nach 4 bis 6 Monaten wieder fast die alte Höhe erreicht hatten und es waren keine dauerhaften Ergebnisse. Es dauerte dann ganze 17 Jahre, bis wieder Alain Cribier die erste kathetergestützte Aortenklappenimplantation vornahm, damals noch auf einem transeptalen Wege. Warum die Aortenklappe? Nun, sie ist bei der immer älter werdenden Bevölkerung der häufigste Herzklappenfehler, den man überhaupt antreffen kann. Und damit war Alain Cribier absolut wegweisend. Und diese ersten 17 Jahre, man kann sagen, die dämmerten so dahin. Es wurden die Aortenklappenstenosen gesprengt. Es kam dann die ballongestützte Mitralklappen-Kommissurotomie, was die Chirurgen kannten. Das haben dann die Kardiologen erst mit einem Doppelballon, später mit einem Einzelballon, einem Inouye-Ballon nachgeführt. Und das waren schon recht gute Ergebnisse bei der Mitralstenose. Aber es blieb bei Aortenstenosen und Mitralstenosen. Und dann kam Ted Feldman 2005 mit den ersten Ergebnissen, nachdem man 2 Jahre vorher im Tiermodell etwas nachgemacht hat, was die Chirurgen schon vorher kannten, nämlich Alfieri hat
bei undichten Mitralklappen einfach durch das Setzen einer Klammer zwischen dem vorderen und hinteren Mitralsegel diese Klappe versucht abzudichten, was auch in vielen Fällen gelang. Und man hat diese Methode dann nachgeahmt, indem man einen Clip gesetzt hat. Und dann ging die Entwicklung durchaus stürmisch. Und um jetzt etwas auf die Mainzer Ergebnisse zu kommen, Herr Münzel hat dann 2014 die erste bundesweite Einrichtung einer Professur für nicht-operative Klappentherapie eingerichtet, weil er gemerkt hat, dass dieses Feld absolut dynamisch ist. Und heute, das werde ich Ihnen kurz zeigen, ist die Universitätsklinik Mainz 2018 und 2019 die leistungsstärkste Universitätsklinik auf dem Gebiet der interventionellen Herzklappentherapie in Deutschland. Warum ist das so von Bedeutung? Ich habe Ihnen gesagt, Aortenklappenstenosen sind die häufigsten Erkrankungen. Hier ist einmal die Morbiditätsstatistik des Statistischen Bundesamtes verteilt nach den Bundesländern. Und man sieht, die höchsten Zahlen der Morbidität ist im Schleswig-Holsteinischen, die niedrigsten Zahlen im Süden, ganz niedrig in Sachsen. Warum das so ist, das kann man natürlich ursächlich aus diesen Zahlen nicht lesen. Hier in Rheinland-Pfalz ist die Morbidität einer Herzklappenerkrankung im Schnitt um etwa 3% geringer als im Durchschnitt. Aber wenn Sie die einzelnen Sterblichkeitszahlen hier sehen, die Sterbeziffern nach den Bundesländern, und hier ist Rheinland-Pfalz mit Sterblichkeitsziffern violett für die männlichen Patienten und rot für die weiblichen Patienten, dann ist Rheinland-Pfalz Schlusslicht. Das heißt, wenn auch im Bundesdurchschnitt etwas weniger krank zu sein scheinen an diesen Herzklappenfehlern, so ist doch die Sterblichkeit im Bundesdurchschnitt relativ hoch. Die Entwicklung war dann dramatisch. Ich will im Einzelnen gar nicht darauf eingehen, das werden die Referenten tun. Sie sehen, dass hier 2009 schon Prozeduren gemacht worden sind. Hier die dunklen, das sind die chirurgischen Prozeduren, wo Aortenklappen ersetzt wurden durch eine Bio- oder durch eine künstliche Prothese. Und Sie sehen, die Zahlen blieben in diesen Jahren, Entschuldigung, zwischen 2009 und 2016 fast unverändert, knapp über 10 und um die 10.000. Aber was zugenommen hat, sind die Implantationen, entweder endovaskulär, das sind die blauen, oder transapikal, das sind die roten. Und insgesamt stieg diese Säulen der interventionellen Klappentherapie so an, dass ich schon 2016 mehr Patienten erreichte mit einer interventionellen Therapie durch katheterbasierte Maßnahmen als durch operative Eingriffe. Und dasselbe entwickelte sich für den Mitralklappenclip. Hier nur als Beispiel die Rekonstruktionszahlen in dunkelblau, die immer wieder anstiegen. Das ist auch gut so, denn man wollte ja die Klappen erhalten. Das hellblaue sind die Klappenpatienten, die eine Klappe ersetzt bekamen. Und das rote sind jetzt die Clip-Verfahren. Und die sind dramatisch von 2011 um die 1000 in Deutschland auf 2017 über 5000 Eingriffe gestiegen. Also die erste Publikation 2005 und dann ging es richtig 4 Jahre später los. Und im Vergleich sehen Sie, das sind die Mainzer Zahlen, diese Säule ist die größte. Das heißt, alle Universitätskliniken zusammengenommen sind die Mainzer sicherlich die stärksten. Auch auf diese Sachen will ich gar nicht eingehen, das machen die Referenten. Ich will Ihnen nur zeigen, es gibt eine Vielzahl von Klappen für die AV-Klappen oder für die Aorten- und Pulmonalklappe. Entweder Klappen, die sich selbst expandieren und die in einem Gittergeflecht sind, oder eingenäht in das Gittergeflecht und mit einem Ballon auseinandergedrückt werden. Die Referenten werden darauf eingehen. Und das Ganze geht natürlich nur in einem Team. Sie haben schon gehört, eigentlich sollte hier Herr von Badeleben stehen. Der ist gerade auf einem interventionellen Klappenkongress. Das geht auch nur im Team mit den Chirurgen, und Professor Beiras ist
das chirurgische Pendant, denn wenn diese Klappen transapikal appliziert werden oder wenn auch Komplikationen geschehen, sollte ein Herzchirurg dabei sein. Das sind die Zahlen, das werden die Kollegen gleich berichten. Das ist Dr. Tam, der seit 2 Jahren Oberarzt ist und Sektionsleiter und der sich hauptsächlich um die TAVI-Prozeduren kümmert, also im Wesentlichen an der Aortenklappe. Und Herr Dr. Greidel, der seit 2 Jahren in diesem Team mitarbeitet, der sich für die verschiedenen Eingriffe, Mitralklappe, Mitralstenose, Tricuspidalklappen-Clipping, Neokord-Implantationen, dies geschieht im Wesentlichen mit Professor Beireis, und sogenannte Klappen-in-Klappen-Implantationen beschäftigt. Und das Team hier neben den schon genannten ist der Dr. Distelmeier, genau, und die Frau Dr. Kai Schmidt und der Dr. Ruf. Das kann man eigentlich nur im Team bewältigen, denn wir machen so jeden Tag 2, 3 Klappeninterventionen. Und mein letztes Dia ist, dass Mick Jagger immer vorne war, auch dabei war er. Er war schließlich schon 75, als er letztes Jahr erfolgreich eine solche Prozedur an seiner Aortenklappenstenose bekommen hat. Und man könnte sagen, er ist die männliche Angelina Jolie, was für die Brustexplantation bei den BRCA1 oder 2 Patienten ist. So hat, glaube ich, auch Mick Jagger das TAVI-Geschäft in besonderer Weise belebt. Und ich freue mich jetzt auf die beiden Vortragenden. Zunächst wird Dr. Tam über die TAVI berichten und dann Herr Dr. Greidel über die AV-Klappenrekonstruktionen interventionell. Vielen Dank. Mal gucken. Das ist nett. Können Sie mich gut hören? Ja. Schönen guten Abend auch von mir. Unsere Laptops machen wir mal zu. Wir hatten ja, Sie haben das vorhin schon gemerkt, wir haben versucht, das hier rüber abzuspielen, hat nicht funktioniert. Deswegen ist jetzt alles da oben. Und ich drehe mich auch einmal um und gucke mir das von hier unten mit an. Genau, also mein Name ist Alexander Tam. Sie haben mich, haben es gerade schon gehört, wir arbeiten alle zusammen in einem großen Team und ich kümmere mich hauptsächlich um die Aortenklappe. Und heute soll es ja eben um die Herzklappeneingriffe ohne Narkose und ohne klassische konventionelle Operationen gehen. Noch einmal kurz zur Einführung für Sie alle. Das ist das Herz und das Herz besteht im Wesentlichen, also ein Hohlmuskel, der im Wesentlichen besteht aus 4 Kammern, 2 Vorkammern und den Hauptkammern der linken und der rechten Herzkammer, die das Blut pumpen. Und zwar zum einen das sauerstoffarme Blut in den Lungenkreislauf, damit es mit Sauerstoff angereichert wird, und die linke Herzkammer das Blut hinaus in den Körperkreislauf, damit unser Körper mit Sauerstoff dann versorgt wird. Und auf der Ebene dieser Klappen, das haben Sie eben auch schon vom Professor Kasper gesehen, dies sieht im Querschnitt ungefähr so aus. Und da existiert die Aortenklappe, um die es jetzt in diesem Vortrag gehen soll. Und die Aortenklappe ist sozusagen das Ventil zwischen der linken Kammer, zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader. Und so sieht das Herz aus, wenn es sich bewegt. Und hier kann man das auch einmal ganz schön nachvollziehen. Die muskelstarke linke Herzkammer, die das Blut über die Aortenklappe, die etwa so groß ist wie ein 2-Euro-Stück, hinauspumpt. Und hier ist das einmal schematisch dargestellt. Das kann man sich hier ganz gut vorstellen, wie das Blut sozusagen immer, wenn die Klappe aufgeht, in die Hauptschlagader ausgeworfen wird. Und so sieht eine normale Herzklappe aus, wenn sie aufgeht, also eine normale Aortenklappe. Die ist, und unser ganzer Kreislauf ist quasi eine gute Maschine, also wie ein gutes Rennauto und funktioniert, wenn man jung ist, ganz hervorragend. Aber mit dem Alter und mit der Zeit kann so eine Klappe degenerieren, kann verkalken. Und am Anfang ist sie leicht zu eng und dann wird sie mittelgradig zu eng. Und irgendwann, das kann man gut sehen, hier ist überall alles voll mit Kalk. Und die Öffnungsfläche dieser Klappe, die am Anfang einmal so groß war, ist nur noch ganz klein. Und der Rennmotor sozusagen, der funktioniert nicht mehr richtig. Und ich habe es Ihnen eben schon gesagt, am Anfang ist die Herzklappe ungefähr so groß, die Öffnung wie ein 2-Euro-Stück. Und im Alter kann es passieren, dass die Öffnung nur noch so groß ist wie so ein kleiner Hemdsknopf. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das Probleme macht, denn das Blut kann nicht mehr so durch die Aortenklappe in den Blutkreislauf ausgeworfen werden, wie normalerweise.
Und diese Erkrankung, die Aortenklappenstenose, also Verengung der Aortenklappe, ist eine sehr verbreitete Erkrankung, die ab 75 Jahren, weiß man das, circa jeden achten Menschen in den Industrieländern betrifft, mit verschiedener Ausprägung. Und wie bekommen wir überhaupt raus, dass so ein Patient, also ein Mensch, eine Aortenklappenstenose hat? Wir Ärzte haben ein Stethoskop und hören das ab. Und ich mal gucken, ob jetzt auch der Ton funktioniert. Bisher nicht, ich höre nichts. Leider nicht. Ich könnte es vormachen. Normale, jetzt kommt was. Das ist schon der kranke Ton sozusagen. Und Sie hören, das ist ein kranker Aortenklappenton, aber da so scht, scht. Und der gesunde, der da vorher gespielt werden soll, den haben Sie vielleicht alle schon mal gehört, also bum, 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 bum macht das Herz. Und wenn es krank ist, dann hören wir Kardiologen vor allen Dingen natürlich, das mit dem Stethoskop auf dem Herz. Und natürlich kommen die Patienten in unsere Praxis, in unsere Krankenhäuser mit Beschwerden. Und diese Beschwerden reichen von Schmerzen, enge Gefühl in der Brust, also ähnlich wie bei einem Herzinfarkt, verringerte Belastbarkeit, Herzklopfen, Palpitationen, Schwächegefühl oder auch sogar Bewusstlosigkeit, Erschöpfung und vor allem Atemnot ist ein wichtiges Symptom, sind Beschwerden, die darauf hinweisen, vor allen Dingen mit diesem Befund des Stethoskops, dass die Herzklappe verengt sein kann. Und nun schreiten diese Symptome voran und lange, lange Zeit kann sich die Herzkammer, die ich Ihnen eben gezeigt habe, darauf anpassen. Der Herzmuskel ist so stark, dass er es schafft, obwohl die Öffnung immer kleiner wird, immer das gleiche Blut rauszupumpen. Der Herzmuskel schafft das, indem er immer dicker und dicker und dicker wird, aber irgendwann, wenn die Beschwerden einsetzen, wenn es so eng ist, das ging aber fix jetzt her, dann sehen Sie diese Kurve steil nach unten gehen. Das bedeutet, dass wenn Beschwerden einsetzen und man nichts unternimmt, weiß man, dass 50%, die Hälfte aller Patienten mit einer schweren Aortenklappenstenose, wenn man nichts tut, sterben schon innerhalb von 2 Jahren. Und das bedeutet sozusagen, aus einer frequentierten Hausarztpraxis, die also in der Woche wahrscheinlich circa 100, das ist schon eine gute Praxis, aber 100 Patienten sieht, die 75 und älter sind, wird 160 circa Patienten im Jahr haben, die so eine Aortenklappenstenose haben. Und wenn man nichts tun würde, würden 80 Patienten aus dieser Praxis sterben. Und deswegen ist es ein großer Segen gewesen, dass 1960, kurz nachdem überhaupt die Herz-Lungen-Maschine entwickelt wurde, der Dwight Harkin den ersten Aortenklappenersatz am Menschen durchgeführt hat. Damals noch mit solchen Käfigen, mit einem Ballonventil. Und Sie sehen, wie dieser ganze Aufbau damals war, mit einer riesengroßen Herz-Lungen-Maschine. Also großer Aufbau. Und in den darauffolgenden Jahren hat man dann das untersucht und der Aortenklappenersatz ist immer besser und besser geworden. Und man hat gesehen, dasselbe, was man sozusagen natürlich auch so schon ahnte und wusste, dass eben diese 50% der Patienten schon nach 2 Jahren tot sind und natürlich auch im Verlauf, wenn man nichts tut, es eine ganz hohe Sterblichkeit gibt von der Aortenklappenstenose. Und im Vergleich dazu, wenn man die Patienten operiert, also wenn man einen Aortenklappenersatz einsetzt im operativen Verfahren, dass die Patienten viel, viel länger leben. Also Sie sehen das, also über 40% verbesserte Überlebensrate, auch nach 15 Jahren. Also das war ein riesengroßer Erfolg der Medizin, der chirurgische Erfolg. Und heutzutage sieht das in der Chirurgie auch sehr modern aus. Es ist nicht mehr so wie früher. Ne? Das ist ein schöner Saal mit Lampen und die Prothesen, entweder eine mechanische Prothese oder eine biologische vom Schwein oder vom Rind, sind auch deutlich moderner geworden. Aber man muss natürlich immer noch den Brustkorb aufschneiden und man muss weiterhin an die Herz-Lungen-Maschine. Sonst funktionieren diese Operationen nicht. Und man weiß auch aus Studien, dass 30% der Patienten, also obwohl wir wissen, dass die Patienten eine Behandlung bedürfen, dass 30% dieser Patienten gar nicht operiert werden. Über die ganzen Jahre der Chirurgie war das so. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Zum Porzellanaorta bedeutet, dass die Hauptschlagader verkalkt ist und man zum Beispiel keine Herz-Lungen-Maschine anlegen kann. Oder die Patienten waren zu gebrechlich oder einfach zu alt oder sie hatten schwere Nierenschädigungen oder vielleicht auch ein Tumorleiden und. Also es gibt ganz viele Gründe, warum diese Patienten niemals operiert wurden, 30% circa, und dann eben mit den Folgen, die sie schon gesehen haben.
Und das ist nun die Neuentwicklung der Medizin seit einigen Jahren. Sie haben es vorhin schon gehört von Professor Kasper, 2002 das erste Mal, die TAVI, der Transkatheter-Ersatz der Aortenklappe, also Transcatheter Aortic Valve Implantation auf Englisch, Aortenklappenersatz über den Katheter. Kein Brustkorbschnitt, keine Herz-Lungen-Maschine und auch keine Vollnarkose. Also die Patienten bei uns sind alle wach bzw. bekommen eine leichte Sedierung zu 95% aktuell ist das so. Es gibt immer noch ein paar Patienten, wo wir auch eine Narkose machen müssen. Aber im Wesentlichen ist es so, dass diese Untersuchungen, diese Implantationen ohne Narkose ablaufen können. Und das, so sah das damals aus. Das war 2002, der Professor Crébier, der damals noch über den Venenzugang, nicht über den Hauptschlagaderzugang, wie wir es heute machen, und dann über die Vorhofscheidewand auf die andere Seite gegangen ist des Herzens, also in die linke Herzkammer und dann durch die Aortenklappe durch, also mit dem Blutstrom und diese Crébier-Edwards-Klappe implantiert hat. Das ist ein Stent, also eine Metall-Kunststofflegierung mit einer tierischen Klappe eingenäht, mit einer Rinderherzklappe. Und das hat funktioniert. Und man sieht das hier auf Englisch, das ist ein Artikel darüber, nach 15 Jahren dieser Therapie. The highly original idea was to keep the disease and use it to anchor the stent frame. Das bedeutet, dass es eine ganz besondere Idee war, dass man diese Erkrankung belässt. Also man schneidet nicht wie der Chirurg den Kalk raus, sondern man nimmt einen Stent, ähnlich wie bei den Herzgefäßen, wo diese Herzklappe implantiert ist und drückt diesen einfach in den Kalk der alten Herzklappe hinein. Und dadurch, dass diese Herzklappe so verkalkt ist, die alte, hält sich dieser Stent von alleine fest und funktioniert. Und die neue Herzklappe funktioniert aufgrund der Blutstromeigenschaften. Und das war ein sehr alter Patient, den er damals behandelt hat, der nicht operiert werden konnte. Und das hat ganz hervorragend funktioniert. Und seitdem gab es ganz viele Studien dazu. Das ist die erste randomisierte Studie gewesen, wo Patienten, die nicht mehr operiert werden konnten, also genau diese 30%, von denen ich gerade geredet habe, 2010 mit einer Edwards-Klappe versorgt worden. Und man hat geschaut, bringt überhaupt diese TAVI-Therapie etwas? Und man hat gesehen, dass es also einen deutlichen Vorteil gab. Man sieht, dass die Standardtherapie, also sprich nur Medikamente, eine deutlich höhere Sterblichkeit hatte. Das sind jetzt Nachbeobachtungszeiten auf 5 Jahre. Damals wurde das publiziert auf 1 Jahr und dann auf 2 Jahre. Aber diese selbst sozusagen nach 5 Jahren immer noch 20% mehr Patienten leben. Das war die Anfänge der TAVI-Therapie. Dann hat man auch geschaut, ist denn die TAVI-Therapie überhaupt so gut wie der Aortenklappenersatz über die Chirurgie? Und da hat man gesehen, dass bei Patienten mit sehr, sehr hohem Operationsrisiko der Aortenklappenersatz über die Katheter ungefähr gleich gut ist, also an den Anfängen der Kathetertherapie. Und das ist schon ein paar Jahre später, 2016, hat man gesagt, es hat so gut funktioniert, es gibt auch Patienten mit mittlerem Operationsrisiko. Das kann man nach verschiedenen Rechnungen sozusagen, kann man schon vorher ungefähr sich vorstellen, wie hoch das Risiko sein wird, diese Operation zu überleben und auch einen guten Erfolg damit zu bringen. Und 2016 hat man gesehen, dass bei dann schon einer Neuentwicklung dieser Klappe auch dieser Klappenersatz bei Patienten mit mittlerem Risiko, also dem Standardkollektiv der Operateure, die TAVI nicht unterlegen war. Und zusätzlich gab es jetzt über die Zeit eine Auswertung, dass eben genau das die Folge war. Die Herzklappensysteme der TAVIs wurden immer weiterentwickelt. Und mit fortschreitender Entwicklung der Herzklappensysteme war auch die Mortalität nach 30 Tagen, also die wirklich damit zu tun hat sozusagen mit diesem Herzklappeneingriff, war immer niedriger. Und jetzt, das sind die letzten Daten gewesen von der sogenannten SAPIEN-3-Klappe, also das war die initiale Herzklappe, die der Professor Crébier entwickelt hat. Und dann gab es quasi die erste Generation der wirklichen TAVI von Edwards, gibt auch andere Hersteller. Und die zweite Generation und die dritte Generation schon mit deutlich verbessertem Überleben. Und genau das ist der Grund, und das haben wir vorhin schon gesehen, warum die TAVI so ein Erfolgsverfahren geworden ist. Und in Europa, das ist jetzt in Zahlen aus 2017, 50.000 Patienten alleine im Jahr 2017 mit einer TAVI implantiert worden. Und darauf basieren auch unsere aktuellen Empfehlungen der Herzchirurgie und der Kardiologie zusammen. Gibt es Leitlinienempfehlungen, die aktuell sagen, Patienten mit egal welchem erhöhten Operationsrisiko, also ungefähr ab mittlerem Operationsrisiko, da ist die TAVI die empfohlene Option, insofern es natürlich möglich ist. Da können auch Sachen dagegen sprechen.
Aber wenn es möglich ist, soll das getan werden. Das Video läuft leider auf dem Rechner da oben relativ langsam, aber Sie können sich trotzdem vorstellen, dass hier ein Katheter, der ungefähr so dick ist wie ein Bleistift, ein Katheter geschoben wird in die Hauptschlagader. Das ist eine Schleuse, die verbleibt und darüber wird die Klappe hochgeführt zum Herzen. Also von unten, von einem kleinen Leistenstich, der ungefähr 5 mm groß ist, am Ende wird die Klappe hochgeführt. Und aktuell ist der Ballon, der die Klappe gleich aufsetzen soll, noch nicht darauf gezogen. Das machen wir jetzt. Jetzt sehen Sie, wie das hier zurückgeführt wird. Und hier ist ein Ballon, der jetzt in diesen Stent, in dieses Metallgeflecht zurückgezogen wird und sich genau anpasst, was wir dann alles kontrollieren. Ich zeige Ihnen das gleich noch im Katheterbild. Und die Klappe wird weiter vorgeführt. Über den Aortenbogen. Und es ist möglich, dass man diesen Katheter mit einem Rädchen dreht, sodass er gut über diesen Aortenbogen gelangen kann. Dass er quasi nicht geradeaus geht. Das macht er natürlich auch, weil hier dieser Draht liegt in der Herzkammer. Aber auch, weil wir an einem Rädchen drehen können. Und dann kann man die Klappe, die neue Prothese in der alten verkalkten Herzklappe hineinsenken. Und man kann feinjustieren und die Herzklappe genau so einstellen, wie man sie braucht. Das sind natürlich alles Bilder, die wir nicht sehen als Kardiologen. Wir sehen das alles auf dem Röntgenschirm. Das zeige ich Ihnen gleich. Wir können sozusagen das dann ganz fein austarieren. Jetzt läuft das Video leider nicht weiter. Aber als nächstes würde passieren, dass die Klappe aufgeht. Das zeige ich Ihnen gleich im Röntgen. Und Sie haben schon gehört, dass wir eines der größten universitären, oder das größte vielleicht sogar universitäre Zentrum insgesamt, wenn man die ganze Herzklappentherapie zusammennimmt, in Deutschland sind. Und deswegen haben wir auch das große Glück, aktuell immer neue Entwicklungen der Medizin als erste teilweise benutzen zu dürfen. Und so haben wir aktuell die vierte Generation dieser Prothese, dieser Edwards-Sapien-Prothese, nämlich die 3 Ultra, getestet. Und hier ist mal ein Fall, der ist erst 2 Wochen alt, von einer Patientin mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose. Wie bekommen wir das raus? Wir bekommen das natürlich raus durch die Beschwerden, das habe ich Ihnen schon gesagt, und durch das Abhören, aber vor allem durch das Ultraschall. Und im Ultraschall sieht man hier die linke Herzkammer und den linken Herzvorhof, dazwischen die Mitralklappe, um die es später noch geht. Und das ist die Aortenklappe, die bei einem normalen Patienten komplett aufgehen sollte. Und hier ist es sehr, sehr weiß, sehr, sehr dicht in diesem Bereich und das ist der ganze Kalk und die Herzklappe öffnet nicht richtig. Und man kann das auch messen, man kann die Geschwindigkeit messen, die sozusagen über diese Herzklappe geht und kann ausrechnen, wie groß die Öffnungsfläche ist. Und die ist in diesem Fall 0,8 Quadratzentimeter und normalerweise sollte sie so bei 3 Quadratzentimeter liegen. Und was wir dann tun, ist, wir schauen uns sehr, sehr genau die Anatomie an, das machen wir mit CT-Untersuchungen. Wir gucken uns an, wie das ist eine 3D-Rekonstruktion einer CT-Untersuchung. Wir gucken uns an, wie sieht die Herzklappe genau aus, wo liegt der Kalk, wie werden wir unsere Katheter vorschieben können und vor allen Dingen, wie sehen die Leistengefäße aus, wie kommen wir überhaupt auf den Weg quasi nach oben. Ist das so, dass man da gut eine TAVI vorbringen kann? Und dann, das sind genau die Bilder, die wir sozusagen im unserem Operationssaal, das ist ein Hybrid-Operationssaal, wo man zum einen auch operieren könnte, aber zum anderen eben diese Herzkatheter macht. Und das ist genau das, was Sie gerade in dem Video gesehen haben. Hier wird der Ballon auf die Herzklappe geladen und dann wird die Herzklappe über den Aortenbogen entlang dieses Drahtes, der in der linken Herzkammer liegt, vorgebracht und genau positioniert. Und das sind alles Live-Röntgenbilder sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Und dann wird die Herzklappe implantiert. Hier kommt Kontrastmittel, dass man genau weiß, wo man sich befindet. Und dann wird die Herzklappe wie ein Stent mit einem Ballon aufgedehnt. Und das ist das direkte Bild nach der Implantation. Das Besondere an dieser Neuentwicklung der Herzklappen ist, dass sie nahezu komplett dicht ist. Es gibt immer noch einige von diesen Herzklappentypen, die am Rand, denn die müssen sich ja festhalten, die werden nicht eingenäht wie bei dem Chirurgen, sondern die müssen sich ja eben an der alten Herzklappe festhalten. Und da ist es immer eine Schwierigkeit, dass die auch komplett dicht sind am Rand. Und wenn diese Herzklappen sehr, sehr undicht sind, das sind sie glücklicherweise in der neuesten Generation nicht mehr, aber das waren sie teilweise in den Anfängen, dann weiß man auch, dass es den Patienten danach nicht so gut geht. Und mittlerweile schaffen wir es, dass diese Herzklappen komplett dicht sind. Das sieht man auch an dem Ultraschall, was direkt auf dem OP-Tisch noch gemacht wird.
Das können Sie jetzt natürlich nicht so gut erkennen, ich persönlich schon, aber man sieht, dass diese beiden weißen Striche, das ist quasi dieselbe Patientin, die eben noch da eine Herzklappe hatte mit ganz viel Kalk, und die beiden weißen Striche zeigen diesen Stent an, und das Blut fließt ungehindert durch und nichts kommt zurück. Das war also eine ganz hervorragende TAVI-Implantation. Und diese Leistung kann man nur vollbringen, und das sagen auch unsere Leitlinien, wenn man eben die Herzchirurgie dabei hat und wenn man zusammen ein Herzteam bildet, also das Heart-Team, und das bestenfalls in einem Zentrum dafür, was wir sind, also ein Herzklappenzentrum. Weil man weiß, dass diese Operationen durch den Katheter, die sind natürlich sehr, sehr schonend, aber auch da ist es wichtig, dass man Erfahrung hat, sowohl dass der Implanteur Erfahrung hat, als auch dass die Institution, also das ganze Zentrum, Erfahrung hat. Und man weiß, dass mit mehr Erfahrung logischerweise die Erfolgsrate und auch steigt und die Komplikationen sinken. Und deswegen sind wir auch so ein großes Team, zusammen mit Chirurgen, mit Anästhesisten, mit unserem gesamten Pflegepersonal, was uns hilft, diese Herzklappen vorzubereiten. Und so ist es tatsächlich so, dass wir jeden Tag circa 2 bis 3 dieser Herzklappen einsetzen, zusätzlich noch andere, sodass wir im Schnitt 4 bis 5 Herzklappen pro Tag über Katheterwege operieren. Und was ganz wichtig ist und was eine Thematik war dieser Prothesen ist, sind die denn überhaupt haltbar? Denn man weiß, dass die herzchirurgischen herzchirurgische Aortenklappenersatz eine Weile hält. Ganz genaue Daten gibt es nicht, die im Vergleich sind, aber man weiß, dass er auf jeden Fall über 10 Jahre hält. Zumindest sind das die alten Publikationen, die es gibt. Und dann hat man geschaut natürlich, wie lange halten diese TAVI-Prothesen. Und das sind die Daten von eben diesen ersten Studien. Und danach weiß man, dass sie 5 oder auch 6 Jahre unproblematisch halten. Also dass man im Ultraschall immer danach schaut, nach 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr und so weiter. Und sie sind immer weiter gut. Sie sehen das anhand dieser Kurve, die quasi die ganze Zeit gleich bleibt. Und es gibt Daten, die nicht aus diesen großen Studien sind, aber aus großen Registern, also aus dem Register aus Deutschland, aus dem Register aus Frankreich, also an allen Patienten, die gemacht worden sind. Und da weiß man sogar, dass sie 8 Jahre lang gut halten. Und in einigen dieser Studien ist aufgefallen, wenn man die Ultraschall-Nachkontrolle macht, und das hat man viele Jahre sozusagen zumindest nicht so explizit definiert bei den chirurgischen Ersatz, ist aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der TAVI-Prothese und dem chirurgischen Ersatz. Das ist in mehreren Studien aufgefallen, und dass der chirurgische Ersatz im Zweifel sogar schon früher wieder eng werden kann, also degenerieren kann, als die TAVI. Was möglicherweise daran liegt, dass die TAVI aber ein sehr, sehr dünnes Metallgerüst ist, ein sehr, sehr dünner Stent, und deswegen die Blutflusseigenschaften besser sind. Und was macht man in so einem Fall? Denn das sehen wir tatsächlich nicht regelmäßig und nicht häufig, aber ich würde sagen, 1 bis 2 Mal im Monat, dass es Patienten gibt, die nach 6 bis 12 Jahren, also im Mittel so 8, 9 Jahren wahrscheinlich doch, zu uns kommen, wo der Aortenklappenersatz wieder zu eng geworden ist. Also auch der wieder verkalkt ist, diese biologische Prothese, und was kann man da machen? Und wir hatten zum Beispiel einen Patienten, der ist uns noch sehr in Erinnerung, weil es eine sehr dramatische Geschichte war. Patient, der über mehrere Wochen schon Druck auf der Brust hatte und Luftnot hatte und am Anfang unter Belastung. Und der Kardiologe, er war in einer Praxis gewesen, der hat auch schon gesagt, dieser Aortenklappenersatz, den er 2011 bekommen hatte, das war, und wir haben, also was ich Ihnen diese Geschichte, die ich Ihnen erzähle, ist entweder von Ende 2017 oder Anfang 2018, ganz genau weiß ich nicht mehr. Es war also um die Weihnachtszeit herum. Und also nach 6 Jahren circa war dieser Aortenklappenersatz schon wieder zu eng gewesen. Und es ist ein Patient, der zusätzlich sehr, sehr krank war. Der hatte eine koronare Herzgefäßerkrankung, war schon Bypass operiert, und im gleichen Jahr, in der gleichen Sitzung sozusagen, wurde die Aortenklappe ausgetauscht. Die Niere war eingeschränkt, und er hatte auch schon ein Karzinom operiert bekommen des Darms. Und vorher war seine Herzfunktion noch normal gewesen. Und dieser Patient kam zu uns im akuten, schweren Linksherzversagen. Und wir haben das sieht man hier in dem Röntgenbild quasi, was man sieht, das ist fast alles weiß, es ist gar nicht mehr so viel Lunge übrig. Das Schwarze hier sozusagen ist die Lunge, die hier eigentlich bis hier runter gehen müsste in diesem Bild, was man sehen sollte. Man weiß daher, dass also dort große Ergüsse, also Wasser in der Lunge ist,
Und wir haben uns die Ultraschallbilder angeschaut und haben gesehen, diese Herzklappe ist undicht, die Herzklappe ist verengt und die Pumpfunktion des Patienten ist überhaupt nicht mehr gut. Die ist stark eingeschränkt. Also das Herz schafft es nicht mehr so gut, dagegen zu pumpen. Es war also höchste Zeit. Der Patient musste auch auf die Intensivstation. Und wir haben am selben Tag, er kam früh zu uns in die Klinik, und wir haben am selben Tag die Herzklappe operiert über den Katheter. Und das ist das Bild im Katheter. Hier sieht man, dass ein Schweineschwanzkatheter in der linken Herzkammer liegt und einer noch draußen in der Hauptschlagader. Und man sieht, dass viel Blut von draußen, von der Hauptschlagader, zurückfließt in die Herzkammer, also eine hochgradige Undichtigkeit dieser Prothese. Und zusätzlich kann man hier eine Druckkurve sehen, die man mit dem Katheter erheben kann. Das ist gar nicht so schwierig sozusagen zu verstehen am Ende, weil man sieht, dass diese blaue Kurve, die sich hier dann mit so einer grünen Fläche ergänzt, hier oben endet und die Druckkurve des normalen Blutdrucks sozusagen am Arm, hier über die Armarterie direkt abgenommen, hier unten endet. Und das ist ein Druckunterschied, und das steht hier oben, das ist natürlich zu klein, das können Sie nicht sehen, von 99 Millimeter Quecksilbersäule, also 100 Millimeter Quecksilbersäule. Das bedeutet, der Patient hat in seiner Herzkammer einen Druck von 200 Millimeter Quecksilbersäule und wir messen aber nur 100. Also die Herzkammer muss einen Druck von 100 mm Hg mehr aufbringen, um überhaupt das Blut rauszupumpen. Also es ist eine ganz kritische Situation gewesen. Lass mal gucken, ob das läuft. Ich warte einmal kurz. Das linke nicht, das rechte schon. Und in dem Fall haben wir eine Herzklappe eingesetzt, die nicht über den Ballon freigesetzt wird, sondern die sich von alleine entfaltet, eine sogenannte Evolut-Prothese. Das ist der zweite große Marktführer dieser Prothesen, bei der Vorteil ist, dass sie zum einen sich selbst entfaltet, dass man quasi vielleicht auch nicht so viel kaputt machen kann wie mit einem Ballon, aber vor allen Dingen, dass die Segel dieser Herzklappe höher eingenäht sind. Und das ist gerade bei diesen vorherigen Aortenklappenersätzen gut, denn man nutzt sozusagen die gesamte Fläche der alten Herzklappenprothese aus, um die neue vorzubringen, und die eigentliche Öffnungsfläche liegt darüber, und so schafft man es, ein sehr gutes Ergebnis hinzubekommen. Und hier sehen Sie die Freisetzung und gleichzeitig auch das Endergebnis. Das funktioniert hier in einem. Aber Sie können sich erinnern, wie das eben aussah in dem Bild. Hier kam ganz viel Kontrastmittel, also Blut zurückgeflossen in die Herzkammer, und das ist jetzt nicht mehr so. Und es hat ganz hervorragend funktioniert, und hier ist nochmal im Vergleich, sind nochmal diese Druckkurven. Also hier oben dieser extrem hohe Druck, den die Herzkammer aufbringen musste, ist jetzt fast genauso hoch wie der Druck im Körperkreislauf. Das war ein ganz hervorragendes Ergebnis, und der Patient konnte auch nach wenigen Tagen dann entlassen werden. Und jetzt noch einmal was ganz Aktuelles, geht hier auch um Forschung natürlich. Ich habe Ihnen schon einige von diesen Folien gezeigt, und dieses Jahr war quasi das große Jahr der TAVI, denn es ist erstmals im März diesen Jahres sind zwei große Studien herausgekommen. Die Partner-3-Studie mit dieser schon genannten Edwards-Sapien-Prothese und die Evolut-Low-Risk-Studie mit der Evolut-Prothese. Und das sind Studien gewesen für Patienten mit niedrigem Risiko für eine Operation. Patienten waren also nicht so alt, waren 73 Jahre im Schnitt und hatten ein errechnetes Risiko, in 30 Tagen zu versterben an einer Operation, von ca. 1,5 bis 1,9%. Und der jüngste Patient war sogar 53 in der Gruppe der TAVI, hauptsächlich Männer. Und es ging darum, ob die Kombination aus Tod und aus einem Schlaganfall und ob man wieder ins Krankenhaus muss, zusammen besser ist bei diesen Patienten völlig ohne Risiko als mit einer Herzoperation. Und das hat man zeigen können, aber nicht nur das, man hat sogar zeigen können, dass die Sterblichkeit bei den TAVIs nur 0,4% war gegenüber der Sterblichkeit beim chirurgischen Aortenklappenersatz, der auch sehr, sehr gut war. Der war sogar besser als der errechnete. Also die Chirurgen haben ganze Arbeit geleistet, aber trotzdem war die TAVI, die Implantation durch den Katheter, noch mal schonender gewesen für die Patienten. Aber nicht nur Tod alleine sozusagen war dort ein Parameter, sondern auch deutlich niedrige Schlaganfallrate, deutlich niedrigere Rate, dass man wieder ins Krankenhaus musste, also Rehospitalisierung. Die Patienten hatten weniger schwere Blutungen, Patienten hatten
ungefähr eine vergleichbare Anzahl von neuen Schrittmachern, die Sie brauchen. Das ist ein Thema bei diesen Herzklappenimplantationen über den Katheter, dass man eventuell einen Herzschrittmacher braucht. Patienten haben seltener Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern entwickelt. Und was natürlich für einen Patienten ganz, ganz wichtig ist, schon nach 30 Tagen, sehen wir es hier im Vergleich, das ist der dunkle Balken ist die TAVI und der helle Balken ist die Chirurgie. Schon nach 30 Tagen hatten der Hauptteil der Patienten kaum noch Luftbeschwerden im Gegensatz zum chirurgischen Aortenklappenersatz. Schon nach 30 Tagen war die Wegstrecke, die die Patienten zurücklegen konnten, deutlich höher. Und auch, das ist ein Fragebogen zur Lebensqualität. Auch die Lebensqualität dieser Patienten war schon nach 30 Tagen deutlich höher. Sie sehen, dass das nach einem Jahr ungefähr sich dann wieder die Waage hält. Aber vor allen Dingen diese schnelle Möglichkeit der Entlassung ist das, was unseren Patienten hilft. Also sie sind schneller fit, schneller wieder mobil und haben früher eine bessere Lebensqualität. Und das ist etwas, der schon angesprochene Professor von Bardeleben, der mit mir einen SMS-Kontakt hatte, nämlich genau am 16. März, wo diese Studie herauskam. Und er hat mich ungefähr dreimal angerufen und dann habe ich ihm geschrieben, ich bin gerade im Kino, ist alles in Ordnung? Und da hat er mir das hier geschrieben, also die TAVI ist viel, viel besser bei Patienten mit niedrigem Risiko, Erdrutsch. Also er war total begeistert. Ich war auch begeistert, Sie sehen das hier, ich habe hier diese Sektgläser geschickt. Und auch einer der bedeutendsten Kardiologen auf der ganzen Welt, der saß auch im selben Saal wie der Herr von Bardeleben in diesem Moment. Und der hat auch gesagt, das ist ein historischer Moment und wir alle hier sollten ihn als diesen in Erinnerung behalten. Und das ist tatsächlich für uns in diesem Jahr eine große, große Entwicklung gewesen. Was folgt daraus? Ja, tatsächlich ist es so, die Herzklappenoperation vom Chirurgen wird sich deutlich verschieben zur TAVI, TAVI für alle. Es gibt noch ein Kollektiv von Patienten, die eventuell, wo man auch weiß, dass eine TAVI keinen Sinn macht aktuell, das ist bei Patienten unter 50 Jahre, die im Wesentlichen eine mechanische Herzklappenprothese, keine biologische bekommen, bei Patienten mit einer Entzündung, bakteriellen Entzündung der Herzklappen, wenn die Hauptschlagader mit betroffen ist, zum Beispiel deutlich erweitert ist, dann macht es Sinn zu operieren in einigen Fällen und aktuell noch, wenn nicht die Herzklappe verengt ist im Wesentlichen, sondern zu undicht ist. Und da gibt es aktuell noch keine Prothese, die sind aber in der Entwicklung auf dem Markt, wo wir sagen können, dass die genauso gut oder besser wäre als die Operation. Aber nochmal zusammengefasst, die Verengung der Aortenklappe ist also altersabhängig und ab 75 Jahren ist jeder Achte davon betroffen. Und, das habe ich Ihnen auch am Anfang gesagt, die Hälfte der Patienten, wenn man sie nicht behandelt, ist leider nach 2 Jahren verstorben. Und die TAVI, Aortenklappenimplantation über den Katheter, bedeutet kein Brustkorbschnitt, keine Herz-Lungen-Maschine und keine Narkose. Und deswegen denken zumindest wir Kardiologen, aber auch zunehmend unsere Herzchirurgen, Professor Beiras sowieso, der ist bei uns im Team, wird das wahrscheinlich die bevorzugte Therapie bei allen Patienten mit Aortenklappenstenose ab einem bestimmten Alter werden, unabhängig vom Risiko. Dann bedanke ich mich und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Tamm, für diesen tollen Vortrag, tolle Bilder und auch tolle Ergebnisse. Hallo? Gut. Das kann man nur sagen. Und diese beiden letzten Studien im New England Journal haben wirklich einen Erdrutsch bedeutet und man ist eigentlich sprachlos, welche Entwicklungen die TAVI-Prozedur in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Das ist einmal die technische Entwicklung, die Systeme werden immer kleiner. Es hat aber auch etwas mit dem Imaging zu tun. Ich glaube, Sie haben jetzt sehr den Katheter gezeigt, aber ihr macht ja auch besonders die transösophageale Untersuchung bei der Untersuchung, während der Untersuchung, oder hat sich das gewandelt? Das hat sich gewandelt, also die Untersuchung, dass man einen Schlauch sozusagen in die Speiseröhre schiebt, um dort das Ultraschall sich anzuschauen, das machen wir nicht mehr, weil die Patienten wach sind. Und das machen wir sozusagen nicht mehr bei den TAVI-Prozeduren. Wir brauchen es tatsächlich auch nicht unbedingt dabei, weil der Katheterfilm tatsächlich ausreichend ist, um das sehr, sehr genau zu beurteilen. Aber
Mein Kollege Felix Kreidel wird gleich sehr, sehr schöne Bilder zeigen bei den anderen Eingriffen über den Katheter, die wir am Herzen durchführen. Da brauchen wir es ganz, ganz dringend. Da sind wir sozusagen darauf angewiesen, dass es eine ganz hervorragende Bildgebung über dieses Ultraschall gibt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich auch extrem weiterentwickelt hat in den letzten Jahren für alle anderen Herzklappeneingriffe, die wir so durchführen. Ja, ich denke, da sind bestimmt Fragen nach diesem Vortrag. Das Infektionsrisiko auch gleich bei TAVI und Aortenklappenersatz? Das ist gleich statistisch. In den Studien, die es gibt, ist das. Es gibt eins. Also es gibt auch natürlich TAVIs, wo es eben so eine Endokarditis, also eine bakterielle Infektion geben kann. Das ist glücklicherweise in einem Bereich unter 1% pro Jahr. Aber das gibt es, ja. Und das ist auch ungefähr vergleichbar mit den herzchirurgischen Daten. Ja. Was nicht ganz klar ist, wieso halten denn die Klappen da und rutschen nicht weg? Die halten tatsächlich eben durch den Kalk, also weil die eigene Herzklappe so dolle verkalkt ist und man Druck ausübt und die dort hineinpresst quasi. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einem Stent in den Herzgefäßen. Da haben Sie auch Kalk, also Sie haben ein Gefäß drumherum und Sie haben Kalk und man presst dieses Metallgitter in das Gefäß hinein. Und das ist da eigentlich nichts anderes, nur dass alles etwas größer ist und natürlich noch mehr Kalk quasi existiert. Und dadurch kann sich dieser Stent tatsächlich sehr, sehr gut festhalten. Und diese Prothesen, die sich selber entfalten, diese zweite, die ich Ihnen gezeigt habe, bringt sehr, sehr viel Eigenentfaltungskraft mit. Das heißt, die drückt immer noch, also die will sich immer noch weiter freisetzen und freisetzen. Und dadurch hält die sich fest. Herr Junginger, die Dame hinter Ihnen. Ja. Geht das auch, wenn an der Aortenklappe in der Aorta Ascendens ein Aneurysma ist? Das geht schon, aber das kann im Zweifel keine gute Idee sein. Das kommt ein bisschen darauf an, wie groß dieses Aneurysma ist und vor allen Dingen, wie das im Verlauf sich darstellt, also ob das weiter wächst, ob das eine gewisse Größe erreicht hat und ob das noch weiter wächst. Mhm. Kann es sinnvoller sein, das zu operieren. Ja, wenn das 6 Zentimeter sind, ist schon schlecht. 6 Zentimeter, vor allen Dingen in der aufsteigenden Hauptschlagader, das ist keine gute Idee, dann eine TAVI zu machen. Nicht, weil die TAVI nicht funktioniert, das funktioniert, sondern weil die Hauptschlagader wahrscheinlich weiter wachsen wird und an sich für sich genommen schon so ein großes Risiko darstellt für einen plötzlichen Herztod, dass man dann das operieren sollte. Ja. Das ist schon sehr groß. Dankeschön. Jetzt hier vorne eine Mordmeldung, dann Professor Bayer. Die TAVI intraoperativ versagt, was können das für Gründe haben? Entschuldigung? Wenn die TAVI intraoperativ versagt, was können das für Gründe haben? Versagt? Ja. Also Sie meinen, während wir die einsetzen, dass die nicht funktioniert. Das kann natürlich im Zweifel tatsächlich ein Fehler in dem System sein, also quasi, dass sie aus irgendwelchen Gründen falsch geliefert wurde, falsch zusammengebaut wurde oder falsch zusammengesteckt wurde durch uns. Passiert oder habe ich selber glücklicherweise noch nie erlebt. Es gibt manchmal kleinere Fehler, die glücklicherweise keine große Auswirkung haben. Ansonsten kann es natürlich Implantationsfehler durch den Implanteur geben. Ist auch möglich. Und es gibt Situationen ganz einfach, die man vielleicht auch unterschätzt manchmal. Auch diese Sachen passieren glücklicherweise sehr, sehr selten. Aber es gibt sicherlich Situationen mit ganz viel Kalk, die man vorher nicht berechnet hat, wo die Herzklappe aus irgendwelchen Gründen doch nicht so gut hält, wie sie sollte. Das ist sozusagen, das sind so die maximalen Probleme, wenn die nicht funktioniert. Und ein Thema ist aber immer noch diese Dichtigkeit, ne? Also dass die hält und dass die Prozedur funktioniert, ist zu 99% gegeben. Aber es gibt Situationen und Prothesen, wo man danach sieht, dass sie nicht so dicht ist, wie sie eigentlich sollte. Das ist am Anfang meistens kein Problem, kann aber über die Jahre zu einem Problem werden. Und da arbeiten die Firmen extrem dran, dass das immer besser wird. Und genau diese Herzklappe, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, fast alle Patienten, die wir behandelt haben, aktuell 15, ich glaube 13 davon hatten sofort gar keine Undichtigkeit. Und bei 2 war es am nächsten Tag dann auch keine Undichtigkeit. Es hat sozusagen so eine Art Frotteeschutz, kann man sich das vorstellen, der um die Herzklappe drumherum gebaut ist. Und der quillt auf und der dichtet sozusagen die kleinen Stellen zwischen Kalk und dem Stent noch zusätzlich ab. Und dann ist es alles dicht. Herr Tam, das ist doch ein Kunststoffmaterial, was eingesetzt wird. Und eine Kunststoffmetalllegierung, genau. Und dann einer raschen Bewegung
unterliegt, gibt es da eine Alterung. Wir kennen ja von jedem Artikel, dass der altert. Und das dürfte ja bei diesem Kunststoff auch so sein. Das kann sein und das denkt man auch. Und man denkt vor allem, also dass der Stent an sich, also dass dieser Rahmen sozusagen, dass der an sich jetzt altert, das wird wahrscheinlich auch so sein, wird aber so eine große Spanne sein, dass es keinen besonderen, also dass man da dem keine Beachtung schenken muss. Aber natürlich das tierische Material, was eingenäht ist, das altert. Das kann auch sein, dass durch dieses, man muss das ja zusammenpressen, damit es durch diesen Bleistiftkatheter überhaupt hindurchkommt. Im Gegensatz dazu, wenn die Klappe von vornherein natürlich offen ist, die Prothese. Und es kann sein, und es gibt Untersuchungen dazu, dass es da kleine Fehler geben kann, kleine Verletzungen dieser Taschen. Die Daten sprechen allerdings aktuell dagegen. Also die Daten sagen, dass über einen langen, langen Zeitraum und mittlerweile, wie gesagt, 8 Jahre und jetzt gibt es Daten sogar schon für 9 Jahre, dass diese Herzklappen im Wesentlichen stabil bleiben und eben keine Abnutzungserscheinungen zeigen. Sie werden es dann tun, sicherlich. Ähnlich wie die biologischen Klappen, die operiert werden, werden sie nach einer gewissen Zeit auch Abnutzungserscheinungen zeigen. Ja. Ja. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage zu den Materialien. Ist es denn nach wie vor so, dass die amerikanischen Firmen primär diese Klappen liefern? Oder gibt es jetzt auch im europäischen Bereich Firmen, die diese Klappen produzieren? Das ist natürlich mittlerweile weltweit, aber das sind primär die amerikanischen Firmen, die das liefern. Ja. Wenn so eine Klappe mal altern sollte oder undichter wird, was Sie gesagt haben, kann man die dann nochmal rausnehmen und wieder eine neue reinnehmen oder ist das endgültig? Das kann man, das könnte man aber tatsächlich nur auf dem Weg der Herzoperation, also dann müsste man den Brustkorb öffnen. Das ist aber nicht nötig zumeist, denn man kann genau dasselbe Verfahren, was ich Ihnen gezeigt habe, wo man den operierten Herzklappenersatz mit einer TAVI versorgt hat, das kann man natürlich auch in einer TAVI machen. Also man kann eine TAVI in eine TAVI hineinsetzen. Und das haben schon einige Zentren gemacht. Uns ist es tatsächlich so, wir führen TAVI seit 2008 durch und wir haben noch keinen einzigen Patienten wieder bei uns gehabt, der eine TAVI in TAVI gebraucht hätte. Ich kenne aber zum Beispiel meine Kollegen aus Karlsruhe, bei denen ist das schon vorgekommen, es sind auch keine extremen Zahlen, aber 10, 15 Patienten, bei denen sie eben auch ungefähr nach 10 Jahren, teilweise auch schon nach 7, 8 Jahren eine TAVI in eine TAVI eingesetzt haben. Und das ist gut möglich. Ich habe eine Frage. Aber es gibt es auch, dass wenn die Klappe nicht richtig sitzt und hat eine Aorteninsuffizienz, dass man dann in derselben Prozedur nochmal eine korrigiert Klappe, oder so. Ja, da klar, das kann passieren. Klappe, reinsetzt, ja. Sodass man praktisch 2 Klappen übereinander hat und dass die zweite nur einsetzt, weil die erste nicht richtig gesessen hat. Also das kann man auch machen. Das ist in der Anfangszeit besonders viel passiert. Herr Krämer? Wie belastbar ist der Patient denn später? Insbesondere das Problem der Tachykardie oder der absoluten Arrhythmie mit Vorhofflimmern. Sind ja jetzt die ältere Generation, die relativ viel Sport macht. Ist der optimal belastbar, der Patient? Ist im Wesentlichen normal belastbar. Es sei denn natürlich, er hat noch zusätzliche Faktoren außerhalb dieser Aortenklappenstenose, die ihm seine Belastungsfähigkeit senken würden. Die Herzkammer passt sich sehr, sehr schnell an die guten neuen Bedingungen an. Und auch bei diesem Patienten, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, der ja vorher eigentlich eine normale Herzfunktion hatte, dann, wo er zu uns kam, eine hochgradig eingeschränkte Herzfunktion, der hatte schon bei Entlassung wieder eine fast normale Herzfunktion gehabt. Das geht relativ schnell, wenn es daran liegt, also wenn das der Grund ist sozusagen. Und die Patienten sind im Wesentlichen normal belastbar und das zeigen auch eben genau diese Daten. Und was die Herzrhythmusstörung betrifft, auch da ist es so, das ist eben seltener sogar noch eben also es tritt auf. Es ist aber eher so, dass es gut ist für die Herzrhythmusstörung, also dass es eher die verhindert, ja? Also dass das Vorhofflimmern eher zurückgehen kann, weil die Herzkammern wieder kleiner werden können, die Herzvorhöfe kleiner werden können und dass es im Wesentlichen gar nicht dazu kommt. Danke. Sie haben jetzt bei den Patienten mit der degenerierten Aortenklappe besonders auf die Druckgradientenerniedrigung hingewiesen, aber was er gezeigt hat, aber hat er nicht extra gesagt. Der linksventrikuläre enddiastolische Druck war vorher 40 und nach der Intervention war er 20. Also das ist eine erhebliche Entlastung. Aber wenn Sie dann mehr Sport machen, dann wissen Sie ja, Sport erhöht die Vorhofflimmerrate. Ja? Weil er auch wieder Insuffizienz ist. Ein Moment.
Ist das möglich, auch TAVI einzusetzen bei der Aortenklappeninsuffizienz? Ja, das ist möglich. Es kommt ein bisschen darauf an, ob die Aortenklappeninsuffizienz ganz alleine auftritt. Also zum Beispiel, weil eine dieser Taschen durchschlägt und gar nicht mehr richtig sozusagen adaptiert. Oder ob es auch zum Beispiel durch Verkalkungsprozesse dazu kommt, dass vielleicht die Öffnung nur leicht eingeschränkt ist, aber es eher ein Problem der Undichtigkeit ist. Das sind die Patienten, die sehr gut für eine TAVI in Frage kommen, also wo etwas Kalk da ist. Bei Patienten, wo es eine reine Undichtigkeit der Aortenklappe ist, kommt es sehr darauf an aktuell, natürlich wie das Operationsrisiko ist, wie das Alter ist. Es gibt eine Prothese, die gerade in der Zulassungsstudie ist, die extra dafür ausgelegt ist, also als TAVI-Prothese für reine Aortenklappeninsuffizienz, aber aktuell noch keine auf dem Markt. Man kann das machen, aber es ist häufig so, dass die Operation sinnvoller ist dann bei diesen Patienten. Und das muss man sehr gut abwägen. Also einen jungen Patienten mit niedrigem Operationsrisiko und reiner Aortenklappeninsuffizienz würden wir keine TAVI einsetzen. Sie meinen die Jena-Valve? Genau, die ist in der CE-Zulassung für Transfemoral und sollte Ende des Jahres eigentlich auf den Markt kommen. Wir warten aktuell. Ende des Jahres werden wir eine neue Herzklappe haben, um die Undichtigkeit zu behandeln. Aktuell behandeln wir hauptsächlich die Verengung der Herzklappe und Ende des Jahres werden wir noch eine neue Herzklappe haben. Noch eine letzte Frage von Herrn Riechmann. Ist das Metallgitter dieser Das kann man vergleichen, ja. Das ist eine etwas andere Legierung, aber das kann man im Wesentlichen vergleichen. Ja. Ja, man hat angefangen damit, dass man genau ähnlich wie bei den Stents sozusagen durchführt. Am Anfang, also das Aspirin empfiehlt man lebenslang, es sei denn, man hat sowieso Blutverdünnung aus anderen Gründen. Und am Anfang hat man gesagt, ein Jahr lang sogar zusätzlichen Plättchenhemmer, wie das Clopidogrel, das Plavix, wenn Sie das kennen. Und dann hat man gesagt, es reichen auch 6 Monate, dann hat man gesagt, es reichen auch 3 Monate. Es gibt noch keine genaue Studie, die uns ganz exakt sagen kann, welches Regime sozusagen, welches Blutverdünnungsregime man führen soll. Es hat sich gezeigt, dass Aspirin lebenslang und eine gewisse Zeit zusätzlich einen Plättchenhemmer Sinn macht. Genau, das braucht man. Aber, ja. Wenn jetzt ein Patient ein Aspirin verträgt, weil er allergisch reagiert? Dann könnte der zum Beispiel nur das Plavix bekommen, das Clopidogrel, alleine. Okay, ist das jetzt... Wir haben ja nochmal eine Diskussion. Also, Herr Junginger sagt, wir brechen jetzt ab. Sie können Ihre Frage nachher stellen. Vielen Dank, Herr Dr. Tamm, für diesen tollen Vortrag. So, jetzt gehen wir zu den AV-Klappen und es wird vielleicht noch ein bisschen komplexer. Also sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir noch ein herzliches Willkommen heute Abend. Und in der Tat, es wird irgendwie ein bisschen komplizierter und ich steige jetzt gleich ein, gehe in medias res. Aortenklappe ist einfach, Mitralklappe ist kompliziert. Erstmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so, weil die Aortenklappe, die man hier sieht, hat 1, 2, 3 von diesen Taschen und die Mitralklappe hat nur 2. Könnte also eigentlich einfacher sein, aber wenn man genau hinschaut, dann müssen viel mehr Sachen richtig funktionieren, damit die Mitralklappe dicht ist. Und das sind nicht nur die beiden Segel, das vordere und das hintere, sondern es sind die Sehnenfäden, die die Segel halten, es sind die Papillarmuskeln, an denen wieder die Sehnenfäden festhängen und es ist der linke Ventrikel, die linke Kammer, die arbeiten muss und es ist auch der linke Vorhof, der normal groß sein muss. Man muss also viele Dinge im Blick haben, wenn man Mitralklappen anschaut. Und Mitralklappen sind wichtig. Wenn man sich anschaut, welche Herzklappe am meisten betroffen ist, dann ist das bei einer älter werdenden Bevölkerung die Mitralklappe. Wenn man älter als 75 Jahre alt ist, dann haben ungefähr 10% eine undichte Mitralklappe. Und wann immer man über Mitralklappenundichtigkeiten spricht, ist ganz, ganz, ganz entscheidend, sich zu überlegen, ist das eine primäre oder organische Mitralklappeninsuffizienz oder ist das eine funktionelle oder sekundäre? Und primär meint, dass diese Segel kaputt sind.
Ohne das jetzt genau verstehen zu müssen, sehen Sie, dass hier irgendwie so ein Segelanteil einem entgegenkommt und hier wölbt sich irgendwas vor. Das ist das vordere Segel, das ist das hintere Segel, das gilt auch hier. Und hier ist mal schematisch dargestellt, wie diese Segel sich verändern können. Und das sind zum Beispiel Leute, die haben einen gesunden linken Ventrikel, einen gesunden Vorhof und plötzlich reißt so ein Sehnenfaden durch und von heute auf morgen ist die Herzklappe undicht. Das ist die primäre oder organische Undichtigkeit. Und daneben gibt es die sekundäre Undichtigkeit, bei der diese Segel und die Sehnenfäden völlig gesund sind. Da ist nur entweder der linke Ventrikel hier oben oder der linke Vorhof vergrößert. Vielleicht, wenn man einen Herzinfarkt gehabt hat oder weil man eine andere Herzmuskelerkrankung hat oder weil man lange Jahre Vorflimmern gehabt hat und einem die Vorhöfe durch die Flimmerei groß geworden sind. Und die muss man anders verstehen und womöglich auch anders behandeln als die primäre Insuffizienz. Die primäre Insuffizienz ist nach wie vor etwas, was der Chirurg exquisit behandeln kann. Insbesondere bei jungen Patienten kann der Chirurg nähen und rekonstruieren und den Patienten komplett heilen. Hier ist dargestellt ein vorderes Segel, das durchschlägt. Hier ein Sehnenfadenersatz. Hier sieht man so einen Ring, den der Chirurg noch um die Klappe herum näht. Hier eine Segelvergrößerungsplastik. Hier den vorhin schon erwähnten Alfieri-Stitch. Den müssen Sie sich unbedingt merken. Das ist eine Naht zwischen vorderem und hinterem Mitralklappensegel. Um es in die Klinik zu übersetzen, wenn Sie einen 48-jährigen Patienten haben, dem so ein Sehnenfaden gerissen ist oder der vielleicht ein schlechtes Segelmaterial hat, Segel hat, die sich in den Vorhof wölben, dann rufen Sie den Chirurgen an und der wird es exzellent machen. Und er macht das heutzutage gar nicht unbedingt mehr am offenen Brustkorb, sondern er wird durch die Brustkorbseite gehen und Video- oder zum Teil Roboter assistiert, dann minutiös die Mitralinsuffizienz beheben können. Hier sieht man jetzt durch das Videoskop dargestellt drei neu eingesetzte Sehnenfäden und hier testet der Chirurg, sehen wir gleich nochmal, die Dichtigkeit der Mitralklappe mit der sogenannten Wasserprobe. Also, brauchen wir da überhaupt kathetergestützte Medizin? Wenn man mal genau in die Daten schaut, die allermeisten Patienten werden gar nicht operiert. Und wenn man sich die Leute anguckt, die auch noch eine kränkere Kammer haben, hier unten ist aufgetragen die Auswurfleistung der linken Kammer, wenn die abnimmt, dann werden die noch weniger operiert. Und wenn man alte Patienten und sehr alte Patienten operiert, dann ist die operationsassoziierte Sterblichkeit unwahrscheinlich hoch. 90 Tage Sterblichkeit nach Mitralklappenreparatur, knapp 20% nach Mitralklappenersatz, 30%. Wer schickt seinen Patienten, den er womöglich jahrelang betreut, 80-jährig, 82-jährig, 85-jährig in die Herz-OP, wenn er damit rechnet? Also Herzklappeneingriffe ohne Narkose und Operation, auch für Mitral- und Tricuspidalklappe. Und ob. Und los geht's, auch das ist heute schon erwähnt worden, los ging's mit einer Mitralklappenstenose. Unsere Generation kennt Mitralklappenstenose eigentlich gar nicht mehr, weil es ja kaum rheumatische Vizien mehr gibt. Seit Einführung von Penicillin ist das rheumatische Fieber ja eigentlich komplett aus der Welt. Wenn wir mal jemanden haben, eine Mitralklappenstenose, ist das in der Regel ein syrischer Flüchtling. Und damals war das ein Problem nach dem Krieg. Viele Patienten. So sieht es aus. Klappe geht nicht mehr auf. Und dann gab es einen Japaner, der auf die Idee gekommen ist, das, was die Chirurgen mit dem Finger machen, mit dem Ballon nachzuahmen. 1984 ein großer Wurf. Das war die Bilderwelt im Eingriff. Was haben wir für eine Idee, wenn wir das machen? Wenn wir mit Kathetern behandeln, wir haben, wenn man ganz ehrlich ist, das Rad gar nicht neu erfunden. Wir kopieren eigentlich das, was der Chirurg macht. Also, wir verbinden Segel vorne und hinten. Wir bringen einen Analoplastiering ein, um die Klappe zu stützen. Und wir denken Klappenersatz. Also, es gibt Chirurgen, die sagen, ihr Kardiologen, ihr seid doch Copycats. Ihr macht doch einfach nur das nach, was wir auch machen können. Aber wenn man sich anschaut, das ist Herzchirurgie hier links, Klappenersatz, Analoplastiering, Reparatur. Und das ist unsere Landschaft, die wir jetzt mit dem Katheter in der Hand haben. Wir können auch
den Annulus raffen. Wir können die Segel reparieren, wir können die Sehnenfäden reparieren und wir können Mitralklappen ersetzen. Hier sind Zahlen aufgeführt, wann wir damit in Mainz angefangen haben. Halten Sie nicht damit auf, ich zeige Ihnen jetzt die wesentlichen Therapieverfahren. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, das ist die weltweite Klappenerfahrung. MitraClip ist vorhin schon gefallen, der Begriff, das ist das System, was sich am besten bisher durchgesetzt hat. Fast 100.000 Patienten weltweit behandelt und wir fast 1.000 in Mainz. Das ist die Analoplastie, zeige ich Ihnen auch gleich, es sind etwas mehr als 1.000 Patienten, Fadenersatz. Hier ausgegrauter Aortenklappenersatz und Mitralklappenersatz mit dem Katheter ist noch ganz in den Kinderschuhen, gerade mal 600 Patienten weltweit und wir in Mainz auch noch quasi unerfahren. Insgesamt aber, diese Diagramme sehen Sie auch, das sind Daten von 2017, da hat der gestützte Mitralklappenreparatureingriff schon alle herzchirurgischen Eingriffe zahlenmäßig überholt. So, und so sieht so ein Mitra-Clip aus, hier in riesig vergrößert. Sie sehen zwei Arme für jedes Segel einen und hier so Greifarme, die Segel festhalten. Ich habe schon erwähnt, 100.000 Patienten weltweit und so wie es aussieht, wird der 100.000. Patient in Mainz behandelt werden. Ton aus, bitte. Genau, so sieht das dann aus. Das ist einfach, wenn ich Ihnen das erkläre. Hier ist der linke Vorhof, das sind die Mitralklappensegel. Und hier ist durch einen Arbeitskanal, der von der Leiste kommt, ein großer Strohhalm eingeführt worden. Unser Katheter. Nichts anderes sind Katheter als große Strohhalme. Und dann kommt ein zweiter Katheter dadurch, auf dem dieser Clip aufgebracht ist. Und dann stehen wir ferngesteuert sozusagen an der Leiste und können die Bedienelemente dieser Wäscheklammer bedienen. Da sind jetzt die Greifarme runtergegangen, so wird der Clip geschlossen. Und in dem Bereich, in dem wir vorher keine guten Anpressdruck der Segel hatten, gibt es jetzt eine stabile Gewebebrücke und die Undichtigkeit ist beseitigt. Und natürlich, der Chirurg ist auch privilegiert. Der nimmt das Herz in die Hand, der kann sich die Mitralklappensegel genau anschauen. Wir müssen auf Bildgebung zurückgreifen und es ist vorhin auch schon erwähnt worden, wir sind überhaupt da, weil auch die Bildgebung enorme Fortschritte gemacht hat. Das ist online, also real-time 3D-Echokardiographie. Hier sehen Sie den Clip, das ist sozusagen die Bilderwelt, in der wir im OP stehen und unsere Patienten behandeln. Sie kennen jetzt dieses Bild von der Mitralklappe, da vorne das vordere Segel, hier das hintere Segel und wir haben sogar noch, können noch ein Register mehr ziehen. Sagen ein fotorealistisches Rendering dieser Mitralklappe und Sie sehen hier eine virtuelle Lichtquelle, die wir sogar auch vom Vorhof jetzt noch in den Ventrikel verlagern können. Jetzt wird der Clip sagen aus dem Ventrikel angeleuchtet und wir können nach Segelmaterial schauen und genau entscheiden, wo wir den Mitra-Clip hinsetzen. So sieht es dann im echten Leben auch aus. Eine 85-jährige Patientin, das ist eigentlich der klassische Fall für jemanden mit so einem durchschlagenden Segel. Auf der linken Seite sehen Sie hier den Rückfluss farbkodiert dargestellt. Hier sehen Sie wieder so einen Sehnenfaden, der in die falsche Richtung durchschlägt. Und hier ist ein Mitra-Clip eingepflanzt. Jeder Rückfluss von der linken Kammer in den linken Vorhof ist damit unterbunden. Diese bunte Farbe, die Sie hier noch sehen, ist da nicht mehr zu sehen. Und hier sehen Sie jetzt eine Gewebebrücke durch den Clip. Und aus der einfachen Öffnung ist eine doppelte Öffnung geworden. Und das ist tatsächlich so, als fühlt sich der Kardiologe, der irgendwann mal Internist war, wie ein Chirurg. Das ist so, als ob man ein gebrochenes Bein hat und zwei Schrauben reinbohren darf und dann ist hinterher das Problem gelöst. Das sind Patientinnen, die sind vielleicht fit, 85-jährig, gehen auf den Markt, in den Supermarkt. Dann kommt es zu diesem Mitralklappenfadenabriss. Und die sind relativ zügig, schwer, belastungseingeschränkt. Und wenn man sowas macht, sind die schon noch vor der Entlassung begeistert, dass es ihnen wieder besser geht. Hier nochmal Bilder dieser fotorealistischen Darstellung, weil sie so schön sind. Jetzt gucken wir nochmal vom Vorhof auf die Clips. Jetzt gucken wir von der Ventrikelseite auf die beiden Clips. Also wir stehen, sagen, virtuell in der Herzspitze des linken Ventrikels und gucken dem Blutstrom entgegen, wie er durch die Mitralklappe zieht. Es gibt zwei große Studien, die unbedingt erwähnt werden müssen. Das eine ist die erste
Everest 2, die hat verglichen, randomisiert Patienten mit Mitralinsuffizienz Clip gegen Chirurgie. Und hier sieht man nach 5 Jahren, was das Überleben angeht, keinen Unterschied. Das sind noch frühe Daten und 70% dieser Patienten gehören in das Lager der Primären, also bei denen Segel- oder Sehnenfäden kaputt sind. Das heißt, wenn man überlegt, kann man das dem Patienten anbieten, dieses Verfahren, ist man natürlich froh als behandelnder Arzt, wenn man weiß, ich habe ein Verfahren, das dem Standardverfahren hinsichtlich Mortalität nicht unterlegen ist. Und jetzt springen wir zu den Patienten mit der funktionellen Insuffizienz. Das sind ja die viel kränkeren Patienten. Das sind die Patienten mit den dilatierten Ventrikeln, die auch irgendwann eine Mitralinsuffizienz bekommen haben. Das sind die Patienten, die ACE-Hämmer kriegen, Beta-Blocker kriegen, die ein CRT-System kriegen, an denen wir alle in der Praxis täglich uns zum Teil die Zähne ausbeißen. Und da gab es natürlich eine große Diskussion, macht es überhaupt Sinn, deren Mitralklappen zu behandeln, weil die sind ja eigentlich gar nicht das zugrunde liegende Problem. Das sind nur die Folge des zugrunde liegenden Problems. Und die Chirurgie hat lange Jahre gesagt, ja, wir operieren die, weil wir glauben, dass denen das hilft. Aber da gab es nie randomisierte Daten, die wirklich bewiesen haben, nach unserer Logik, dass die Beseitigung der Mitralklappenundichtigkeit diesen Patienten auch hilft. Und da ist im vergangenen Jahr die Studie schlechthin veröffentlicht worden, COAPT, ich habe hier vergessen, den Namen aufzuschreiben, die gezeigt hat, der Clip bei diesen Patienten verlängert das Leben. Also wenn ich eine hochgradige Undichtigkeit habe, funktionell bei einem kranken Ventrikel und der Patient kriegt einen Clip, dann lebt er länger, als wenn ich ihn mit Tabletten behandle und ich brauche 6 Patienten, um einen Patienten Leben zu retten. Diese Wirkung ist hier nochmal aufgeführt. Das ist die relative Risikoreduktion der Mortalität im Vergleich zu den ganzen anderen Standardtherapien der Herzinsuffizienz, ACE-Hämmer, Beta-Blocker, CRT. Und Sie sehen, welche Bedeutung der Mitra-Clip in diesem Feld bekommen hat. Funktionelle Insuffizienz. Es geht um Dilatation. Ventrikel habe ich gesagt, Vorhof habe ich gesagt, aber auch der Mitralklappenannulus. Diese Aufhängungsstruktur der Mitralklappensegel dilatiert. Und so wie die Chirurgen diesen Ring einnähen, können wir das auch durch die Leiste machen. Und das sieht so aus. Das ist die komplexeste und aufwendigste und abgefahrenste Intervention an der Mitralklappe, die man sich vorstellen kann. Man fängt an der lateralen Seite an und schraubt dann mit bis zu 17 Schrauben ein Textilband um die Mitralklappe herum, Schraube für Schraube für Schraube für Schraube. Und der Aufwand, den richtigen Punkt zu treffen, ist für den Bildgeber, aber auch denjenigen mit den langen Schraubenziehern, ungefähr so groß wie so ein Mitra-Clip einzupflanzen. Deswegen können Sie sich auch vorstellen, 100.000 Mitra-Clips und gerade mal 1.000, 1.500 dieser Eingriffe. Das ist jetzt hier reißerisch dargestellt, so sehen wir das nicht. Das ist jetzt Videosimulation, aber man erkennt, was das für eine Arbeit ist und was das auch für eine Ingenieursleistung gewesen ist. So ein Produkt, das ist halt auch interessant zu hören, das entwickelt eine israelische Start-up-Company. Ein 29-jähriger Kerl hat damit angefangen, dann hat er sich Ingenieure geholt, die in der israelischen Armee waren und verkauft dann 7 Jahre später seine Firma für $690 Millionen an einen amerikanischen Strategen. So, wenn das da eingebaut ist um die Mitralklappe herum, dann kommt ein großer Schraubenzieher, der hier an diesen Adapter geht und der zieht einen Faden, einen Metallfaden, der durch dieses Band läuft, wickelt er einfach auf und verkürzt so das Band und damit die Dimensionen dieses Annulus und führt dann dazu, dass die Segel wieder besser kooptieren. Das ist eigentlich eine coole Idee, muss man sagen, weil das ein Problem dieser funktionellen Mitralinsuffizienz ist. Das ist nochmal unsere Welt aus dem Katheterlabor. Hier sehen Sie diese Schrauben, wie sie alle eingebaut sind. Hier sehen Sie große Abstände zwischen den Schrauben. Hier sehen Sie kleine Abstände zwischen den Schrauben. Das heißt, zwischen diesem Bild und dem Bild liegt dieses Spannen des Bandes. Das ist die Klappe vorher, das ist die Klappe nachher. 3D-Echokardiographie sehen Sie auch dieses Band. Hier, die Bilder kennen Sie, Undichtigkeit vorher, Undichtigkeit nachher, aufgehoben durch dieses Band. Da kann man ganz begeistert sein, weil man ja auch die Segel in Ruhe lässt und nicht so eine Doppelöffnung schafft wie mit dem Clip. Man hat also die Gefahr einer Verengung der Mitralklappe nicht.
Aber wenn man mal ganz vorsichtig in Richtung Chirurgie schaut, wie denn die Daten sind, dann lernt man, dass das irgendwie konzeptionell vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, so eine annulose Raffung zu machen. Denn auch in der Chirurgie, wo man ja sagen, unter Sicht sogar einen geschlossenen Ring einnähen kann, muss man feststellen, dass nach 2 Jahren knapp 2/3 der Patienten wieder eine mindestens mittelgradige Mitralinsuffizienz haben. Das heißt, an dem Punkt ist irgendwie die Welt noch nicht ganz verstanden. Und die große Frage ist, welche Patienten man besser mit sowas behandelt und welche Patienten man besser mit einem Mitralclip behandelt. Und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt gehen wir einfach aufs Ganze und setzen eine Herzklappenprothese ein. Wenn die Reparatur nicht funktioniert, das ist beim Fahrrad auch so, muss man sich ein neues Fahrrad kaufen. Und das ist ein extrem aktives Feld, x verschiedene Ansätze. Und eine, wenn Sie sich an den Namen erinnern wollen, Tendine-Klappe, das ist die, die aktuell die Nase vorn hat, 250 Eingriffe. Alle anderen haben vielleicht 10, 12, 14 Eingriffe. Und da ist die spannende Frage, wie kommt die Herzklappe in den Patienten? Weil natürlich die groß ist, die Mitralklappe ist groß, ist viel größer als die Aortenklappe. Das heißt, auch die Prothese muss größer sein. Das heißt, der Strohhalm, die ich führe, muss einen größeren Durchmesser haben. Und zum Teil waren die am Anfang so groß, dass man die gar nicht durch die Leiste hat durchführen können, sodass man den Brustkorb ganz punktuell eröffnet hat und durch die Herzspitze diese Herzklappen implantiert. Das ist besser auch als die große Operation, aber natürlich ist das noch ein anderes Trauma, ein anderer Kollateralschaden, als wenn man auch die Herzklappenprothese, wie den Mitraclip auch, über eine Leistenpunktion durch die untere Hohlvene zum Herz schieben kann. So sieht sowas aus, wenn man eine Herzklappe über die Herzspitze implantiert. Das ist jetzt eine Tendine-Prothese. Die kommt irgendwie eine Tulpe aus ihrem Katheter hinaus und wird dann über die alte Mitralklappe gesetzt. Und damit das Ergebnis gut ist, muss die sich natürlich schön anschmiegen und muss abdichten. Und was auch ein wesentlicher Punkt ist, sie darf nicht so groß sein, dass sie sich vor den Ausgang des linken Ventrikels legt. Die Mitralklappe ist ja das Einflussventil, die Aortenklappe das Ausflussventil. Und wenn ich eine zu große Mitralklappe habe, kann es da sein, dass ich die abdichte, aber die Prothese dann den Ausgang verlegt. Da ist also sehr viel Erforschung, Erprobung noch dabei. Wir sind jetzt zum Beispiel, das ist auch interessant, eingeladen Anfang November, Herzchirurg, da oben sitzt da der Kollege von Badeleben und ich, plus ein Ultraschallspezialist, plus Pfleger und Schwester aus unserem Katheterlabor, um nach Israel zu fahren, um eine andere Start-up-Company zu besuchen, deren Herzklappe wir dann durch die Leiste im Rahmen einer Studie einsetzen wollen. Also so aufgehitzt ist dieser Markt, dass damit wir bestmögliche Ergebnisse erzielen, fliegt uns diese Company in gesammelter Mannschaft nach Israel. Bis dato, das sind einfach tolle Bilder, deswegen zeige ich Ihnen das. Hier ein Patient, wir haben ihn eigentlich schon besprochen, das ist jemand, das erkennen Sie hier vielleicht, der hat so einen Ring um die Mitralklappe bekommen, bei einer funktionellen Mitralinsuffizienz. Er hat vielleicht 2 Jahre gewartet und dann hat er wieder eine hochgradige Undichtigkeit. Jetzt könnte man den Chirurg anrufen und sagen, Reklamation hat nicht funktioniert, bitte Ring raus und eine neue Herzklappe ein, eine Prothese. Und was wir machen können, ist mit den Prothesen, die der Kollege Tam Ihnen vorgestellt hat, dass wir in diesen Ring eine Tabi-Prothese einsetzen können. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder einen Arbeitsdraht, über den wir diese Klappe vorspringen können. Das heißt, wir kommen wieder von der rechten Leiste, pieksen in die Hohlvene, kommen dann im rechten Vorhof an. Da müssen wir durch Septum durchpunktieren, wie beim Mitralclip auch. Und hier sehen Sie, wie so ein Arbeitsdraht in den linken Ventrikel durch die Mitralklappe vorgebracht wird. Und hier erkennen Sie vielleicht die Tavi-Prothese, wie sie schon in Hab-8-Stellung in diesem Ring sitzt, um dann, was Sie hier in der Röntgen sehen können, in diesen Ring hineingepresst wird. Da muss man natürlich vorher genau schauen, welche Größe hat der Ring, sind unsere Tavi-Prothesen von der Größe her adäquat passend. Wenn der Ring zu groß gewählt ist, dann müssen wir die Schultern zucken und sagen, würden wir gerne, aber können wir nicht, weil unser Material von der Größe her nicht ausreicht. Aber in diesem Fall
hat es wunderbar geklappt. Und Sie sehen hier eine TAVI-Prothese, die in Mitralposition in diesem vom Chirurgen eingesetzten Ring arbeitet. Und erkennen Sie noch diesen kleinen Schirm erkennen vielleicht, den man hier auch in der Fluoroskopie sieht. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, warum wir den eingesetzt haben. Jetzt haben wir in das natürlich große Loch im Vorhofseptum gesetzt, durch das wir mit der großen Schleuse von der TAVI-Prothese durch mussten. Einfach nur als Eindruck. Das sind aufregende neue Bilder, die wir bei uns täglich im Hybrid-OP generieren. Das ist jetzt eine Fusion aus Echo-Bildern dieses Patienten, die mit der TE-Sonde, die Sie hier sehen, das ist ja Schluck-Ultraschall-Sonde, wir haben darüber gesprochen, das ist jetzt ein Mitralklappeneingriff, hat der Patient seine TE-Sonde geschluckt sozusagen, liegt da narkotisiert auf dem Kathetertisch und wir können die Bilder aus diesem TE in ein Computermodell packen und dann wird uns das auf die Röntgenanlage übertragen. Also Bildgebung wird besser, Bildgebung lässt sich fusionieren. Alles natürlich, um zu kompensieren, dass wir, die wir ferngesteuert Eingriffe machen, dem Chirurgen an dem Punkt unterlegen sind, dass wir das Herz nicht in die Hand nehmen können. Aber so gibt es auch 4D-Rechnungen von CTs. Das ist nicht mehr statisch, sondern das ist farbkodiert. Hier sehen Sie eine Mitralklappeninsuffizienz im CT dargestellt. Das hintere Segel schlägt hier durch. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie projizieren diese Bilder wieder auf die Röntgeninformation. Dann machen wir dem Chirurg langsam aber sicher Konkurrenz. So, das war jetzt per Faustritt durch die perkutane, also kathetergestützte Therapie der Mitralklappe. Die Tricuspidalklappe hatten wir den Auftrag auch noch kurz zu streifen. Das ist natürlich ein reißerisches Bild, aber alle Patienten, die in der klinischen Medizin stecken, wissen, wie desolat der Zustand und die Verfassung von Menschen ist mit einem kranken rechten Herz. Also die Seite vom Herz, die das Blut aus dem Körper einsammelt und Richtung Lunge bringt, wenn die krank ist, wenn der rechte Kammer nicht mehr arbeitet, wenn die Tricuspidalklappe, die da sitzt, hochgradig undicht ist, dann staut sich das Blut bis in den Zehenspitzen zurück und es ist wenig, was hilft. Das Einzige, was wir geben können, sind eigentlich Diuretika. Und wenn man die Patienten zum Herzchirurg schickt, so schwer kranke Patienten, ist natürlich naturgemäß der Fall, dass die Mortalität dieser Eingriffe sehr hoch ist. Das heißt, diese Patientin eben, keiner von uns würde sie zum Chirurgen schicken. Das heißt, es ist nur naheliegend, dass die raffinierten Eingriffe, die wir in der Mitralklappe unternehmen, auch an der Tricuspidalklappe zum Einsatz kommen. Aber wenn das hier Mitralklappentherapie ist, dann sind wir bei der Tricuspidalklappe noch richtig am Anfang. Und Sie sehen hier, dass da auch mehrere Ansätze sich tummeln. Die will ich gar nicht alle im Einzelnen nennen. Aber ich zeige Ihnen die, die die Nase vorn haben aktuell. Das ist auch wieder das Kardioband, was Sie eben gesehen haben. Aber es ist vor allem auch hier der Mitra-Clip. Und das ist eine irre Entwicklung. Am Anfang hat kein Mensch absehen können, dass auch der Mitra-Clip, die kleine Wäscheklammer, die Segel zusammentackert, an der Tricuspidenklappe funktioniert, die ja viel komplizierter ist, weil noch ein drittes Segel dazukommt. Aber es sind immerhin über 2000 Patienten behandelt und in einem ersten kleinen Registerstudie sind 85 Patienten behandelt worden, diese schwerkranken Patienten, und die Mortalität nach 30 Tagen war 0%. Das heißt, selbst wenn man mit den Ergebnissen noch nicht beeindruckt ist, kann man zumindest sagen, die Patienten kommen durch diese Eingriffe sehr gut durch, weil sie eben absolut minimal invasiv sind. Das ist jetzt aus dem größten Register, das wir haben. Das hat 300 plus Patienten eingeschlossen. Und da konnte man sehen, dass die Patienten, die mit einem guten Ergebnis aus dieser Tricuspidalklappenprozedur gegangen sind, dass die besser und länger leben als die, bei denen man gesagt hat, procedural failure, also hat nichts gebracht. Das heißt, auch wenn wir ganz am Anfang sind, haben wir zumindest Indizien dafür, dass man tatsächlich mit der Behandlung der Tricuspidalklappenundichtigkeit diesen Patienten helfen kann. Und jetzt noch zum Abschluss einmal 3D-Fotos, wie sowas aussehen kann. Das ist jetzt ein 3D-Foto der Tricuspidalklappe. Hier sieht man das septale Segel oben, das vordere Segel und das hintere Segel. Und man sieht auch, wie in der Systole, wo eigentlich die Segel aneinander schlagen sollen, eine riesige Lücke bleibt, hat man den Eindruck, dass man noch einen Finger durchstecken könnte. Und da haben wir jetzt zwei Clips gesetzt.
die das anteriore Segel und das septale Segel zusammenziehen. Und Sie sehen, dass da immer noch ein bisschen Koaptationslücke geblieben ist, aber dass diese riesige Lücke gut behandelt ist. Und das war hämodynamisch, dieser konkrete Fall, ein Bombenergebnis. Hier sieht man eine V-Welle, also eine Druckerhöhung in der Systole, weil die Herzklappe undicht ist. Und nachdem wir diese beiden Clips gesetzt hatten, war die weg. Geht auch mit dem Kardioband, dass Sie es gesehen haben. Hier zur Markierung ein Koronardraht in der rechten Koronararterie. Daraus lernt man, wie nah die rechte Koronararterie um die Tricuspidalklappe herumgeht. Braucht man nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass eine dieser Anker auch mal in die Koronararterie gedreht worden ist. Das ist also auch noch experimentell. Und so sieht es im 3D-Volumen aus. Vorher die 1, 2, 3 Segel. Und hinterher sieht man hier diesen percutan implantierten Ring, der die ganze Tricuspidalklappe rafft. Auch was interessant ist, wir kooperieren zum Beispiel mit einer jungen Münchner Company, drei Jungs, die vor 3 Jahren ihren Diplom gemacht haben in Medizintechnik. Die haben einen Algorithmus entwickelt, künstliche Intelligenz-Algorithmus, mit dem sie CC automatisch analysieren. Also die kriegen einfach nur das CC von uns und dann lassen sie ihre Software rechnen und diese Software nimmt das Herz so auseinander und misst ohne menschliche Korrektur die Zielstrukturen dieser Eingriffe aus. Also hier in Lieder gezeigt, zum Beispiel der Annulus der Tricuspidalklappe, in den wir eben dieses Band eingenäht haben. Und das dauert 30 Sekunden und dann kann man hieraus lesen, dass der maximale Durchmesser 57 und der minimale Durchmesser 46 mm hat. Das ist also die Voraussetzung, dass wir da sind, wo wir sind, ist Bildgebung. Und das ist eigentlich das absolute Highlight, zeige ich Ihnen hier, das ist 3 Wochen her, eine Ende 70-jährige Patientin, schwere Tricuspidalklappenundichtigkeit. Und diese Intervention hat uns um etwas dramatisch zu sein, die Tränen in die Augen getrieben, denn das war das erste Mal, dass wir durch die Leiste eine Tricuspidalklappenprothese einsetzen konnten bei einer Patientin. Und da oben drüber steht es, wir waren dazu stolz wie Bolle, weil wir das dritte Team war auf dieser Welt nach 2 Kliniken in Toronto, die sowas machen durften. Und auf diesem Bild sehen Sie jetzt hier eine Kontrastmittelfüllung des rechten Ventrikels. Hier geht das Blut nach vorne durch den Ausflusstrakt in die Lungenarterie und nicht mehr nach hinten, wo jetzt dieses Drahtgeflecht sitzt, das die Prothese in der Tricuspidalklappe festhält. Und hier nebenbei bemerkt, so haben wir da gearbeitet. Weil es ja schwierig ist, die Zielstruktur sehen wir nicht. Der Kollege Tam, der die TAVI einbaut, der sieht in der Röntgendurchleuchtung den Kalk und weiß, da muss meine Aortenklappe sein, da setze ich die rein. Hier haben wir nichts gesehen, deswegen haben wir CT-Bilder, die wir vorher von der Patientin gemacht hatten, auf unsere Röntgenbilder projiziert, um zu sehen, wo wir die Prothese implantieren müssen. Also auch von mir nochmal eine schlaue Michelei zum Ende. Mitralinsuffizienz, mehr als 100.000 kathetergestützte Eingriffe, das ist aus der Welt der Mitralklappenbehandlung also nicht mehr wegzudenken. Alle percutanen Verfahren sind genial sicher, weil sie natürlich viel weniger Kollateralschaden haben. Tricuspidalklappeninsuffizienzbehandlung ist noch am Anfang, aber es ist nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, davon auszugehen, dass alle Fortschritte in Bildgebung und Miniaturisierung, offene Herzchirurgie, offene Herzklappeneingriff, bald der Vergangenheit angehören wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kreide. Sie haben es wahrlich geschafft, die Komplexität dieser Eingriffe zu veranschaulichen. Und ich muss sagen, als ich vor 1,5 oder 2 Jahren das erste Mal Herr von Badeleben gesehen habe, ihr das Kardioband diesen Schrauben da eingeschraubt hat und wie ihm diese Fusionsbilder, die aus Echo und Fluoroskopie den Weg gezeigt haben. Also ich hatte auch von der Echokardiographie einiges Vorstellungsvermögen, aber ich habe komplett abgeschaltet und es war wirklich beeindruckend, vor dem Schaltraum zu sitzen und ihm zuzuschauen. Ich wollte gar nicht da drin sein. Gut, jetzt aber Fragen. Ja, Johannes. Zu diesem
Kardiomann, war das nicht so, dass man am Anfang den Coronarsinus versucht hat zu benutzen als Führung? Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt ein anderes Produkt, das ich jetzt nicht gezeigt habe, das auch probiert, den Mitralklappenanus zu raffen, indem es sich sagen heimlich in den Koronarvenensinus schleicht und den rafft, unter der Vorstellung, dass da der Koronarvenensinus ja um die Mitralklappe herumgeht, die Verkürzung dieses Koronarvenensinus auch zu einer Verkürzung der Mitralklappendimensionen führt. Das ist, finde ich, irgendwie ein ziemlich frecher Ansatz, weil das natürlich anatomisch doch immer einigermaßen weit auseinander ist. Aber es gibt durchaus Kollegen, die auch daran glauben. Und es hat den Charme, dass es viel schneller geht. Das ist ein Eingriff, den kann man in 30 Minuten machen, während das Kardioband, selbst wenn man so begnadet ist wie der Kollege vom Badeleben und Echo rauf und runter versteht, eigentlich 3 Stunden dasteht. Also Sie würden diese Methode favorisieren? Also das klang zwischen den Zeilen durch, dass ich an die sogenannte indirekte Anuloplastie weniger glaube. Ich bin aber auch kritisch gegenüber jeder Anuloplastie. Es gibt Patienten, die herzchirurgisch mitdenken, wissen vielleicht, was Carpentier 1 heißt. Das heißt vor allem Anulusdilatation. Und wenn ich wirklich eine Anulusdilatation habe, ist die Anuloplastie wahrscheinlich die richtige Adresse. Aber wenn ich einen schwer dilatierten Ventrikel habe und meine Segel so in den Ventrikel gezügelt sind, dann wird meine Anulusraffung wahrscheinlich nicht viel mehr Kooptation bringen. Das heißt, da muss ich irgendwie an die Segel gehen mit dem Clip oder aber gleich eine neue Prothese einbauen. Noch eine kurze Frage zusätzlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagten Sie, dass Sie Sehnenfäden auch so nicht invasiv korrigieren können. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, auch das habe ich gar nicht sagen intensiv behandelt, aber wir können durch die Herzspitze Sehnenfäden ersetzen. Das Verfahren nennt sich Neocord. Der Spezialist sitzt da 4 Plätze neben Ihnen. Eine Reihe vor Ihnen. Ja. Und auch da vielleicht nur als Ausblick, gibt es Firmen, die daran arbeiten, auch diesen Sehnenfadenersatz durch die Leiste transeptal vorzunehmen. Das wäre natürlich toll, weil man wirklich dann heilen könnte und auch nicht wie mit dem Clip das Problem einer Stenose hat. Herr Kreidel, habe ich das richtig in Erinnerung, dass ihr auch teilweise nach dem Kardioband noch die Patienten zusätzlich klippt? Genau, das haben wir gemacht, auch mit verschiedenen Gründen. Das ist natürlich auch die Frage, zielt darauf ab, macht es Sinn, diese Verfahren zu kombinieren? Das macht der Chirurg ja auch, der näht irgendwo einen Sehnenfaden an und macht dann einen Anuloplastiering drauf, um das Ergebnis zu stabilisieren. Das hat, glaube ich, niemand so häufig gemacht wie wir. Und es ist aber nicht ganz einfach, sagen, den Wirkungsgrad wirklich abzuschätzen. Es gibt dann auch die Situation, dass man ein Verfahren probiert und sagt, ich mache erstmal die Anuloplastie und schaue, wie gut die wirkt. Und wenn ich sehe, dass die ein Problem hat, dann kann der Patient in 3, 6, 12 Monaten wiederkommen. Wir machen dann den Clip. Ja, Fragen? Ich fand, das Kardioband hat den Charme, wenn es nicht wirkt, dann kann man später eine Edward Sapien einfach ganz gut implantieren. Ja, das haben wir auch gedacht. Und dann braucht man natürlich eine zirkuläre Landezone. Ja. Ja, das erschlägt die Komplexität. ja, jetzt können Sie Ihre Frage stellen. Das ist eine andere Frage. Also man wartet aber mit der OP und dieser Faden bei dem Olaf vorhanden meiner Tochter. Wartet man, bis da was abreißt und dann ist praktisch die OP nötig? Das kann tatsächlich passieren, wenn man Prolaps hat. Prolaps hat man typischerweise nicht, weil ein Sehnenfaden reißt, sondern weil man krankes Segelmaterial hat. Man hat zu viel und gerade bei einem jungen Menschen wäre das die typische Ursache. Das hat dann meistens den Namen Morbus Barlow. Ich weiß nicht, ob der gefallen ist, aber dann hat man Segel, die machen nicht so, sondern die machen sowas. Und da gibt es ziemlich klare Regeln, wann man solchen betroffenen Patienten die Operation empfiehlt. Wenn die keine Beschwerden haben im Alltag, völlig normal belastbar sind und in der Ultraschalluntersuchung das Herz nicht vergrößert ist und der Patient keine Herzrhythmusstörung hat, dann hat man immer einen guten Grund, auf die Bremse zu treten und zu sagen, keine Operation, wir beobachten erstmal. Aber sobald der Patient anfängt, weniger gut belastbar zu sein oder aber man sieht, dass das Herz größer wird oder schlechter pumpt,
dann müssen die Alarmglocken angehen, dann muss man operieren. Also so im Auge behalten, jährlich oder zweijährlich Kontrollen durchführen. Genau, also das hängt dann wieder passieren. Von der Ausprägung ab. Wenn das so an der Grenze ist, würde man eher sagen einmal im Jahr. Aber wenn das ein völlig stabiler Befund beim jungen Menschen ist, würde man sagen, Wiedersehen in 2 Jahren. Ja. Ich glaube, das ist schwierig. Da muss man zugucken. Also es gibt viele Patienten mit einem Mitralklappenprolaps, die lange asymptomatisch oder zeitlebens asymptomatisch bleiben. Und man kann ja auch neben den Echoparametern ein paar laborchemische Parameter wie NT-proBNP oder BNP-Spiegel oder auch die Druckabschätzung im kleinen Kreislauf heranziehen. Also und außerdem bei jungen Menschen, das hat ja auch Herr Kreidel erwähnt, ist dann sicherlich die Rekonstruktion der Mitralklappe im Vordergrund stehend. Ja, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann sind alle von der Komplexität der therapeutischen Möglichkeiten erschlagen. Ich fand, diese beiden Referenten haben heute Abend die Faszination medizinischer Forschung und Entwicklung wirklich gut auf den Punkt gebracht. Und man sieht, was in den zweiten 17 Jahren nach den ersten erfolgt ist. Die Technik und die Imaging-Methode, die 3D, die Fusions-Imaging, das hat so stark zugenommen, dass man einfach der Entwicklung gar nicht mehr nachkommt. Und es muss eine Klinik es schaffen, verschiedene Teams zu bilden, wie das auch hier Herr Münzel geschafft hat, um diese ganzen Entwicklungen mit voranzutreiben und auch erfolgreich am Patienten anzuwenden. Ja, Herr Proseo. Vielen Dank, Kasper. Zunächst mal auch von mir an die beiden Referenten. Auch vielen Dank. Sie haben das sehr kurzfristig übernommen, aber exzellent das Problem gelöst, würde ich sagen. Man weiß nicht, was soll man mehr bewundern, die Möglichkeiten, die oder ihre Fingerfertigkeit, Handfertigkeit, künstlerische Tätigkeit. Es ist tatsächlich faszinierend, was heutzutage am Herz alles möglich ist. Und vielleicht haben Sie ja recht, dass die Herzchirurgie irgendwie einen anderen Platz findet innerhalb ihres Teams. Das wird sich herausstellen. Jedenfalls vielen Dank. Als kleine Anerkennung. Sie wissen, wir haben kleine Bücher von der Medizinischen Gesellschaft. Nicht über die Kardiologie, sondern es geht über Epigenetik. Da haben Sie vielleicht am Rande nur was zu tun, aber es interessiert Sie vielleicht. Und darum darf ich ein Buch über die Epigenetik schenken. Es ist für die Mediziner gedacht, auch für die Laien und gut verständlich, also auch für einen Chirurgen gut verständlich. Wenn Sie an seinem Büchlein interessiert sind, können Sie im Buchhandel erwerben. Nun zur nächsten Veranstaltung, die ist in 14 Tagen. Da haben wir wieder ein musisches Thema. Es geht um Béla Bartók. Sie haben vielleicht letzte Woche Debussy miterlebt. Und das ist das gleiche Konzept. Es geht darum, die Musik oder das Wirken von Béla Bartók zu vermitteln, aber auch seine Erkrankung. Und das Wirken wird ein Dr. Braun aus Regensburg machen. Er hat eine Biografie von Bartók geschrieben und sich mit der Musik beschäftigt. Frau Dr. Kolbe vom hiesigen Dritten Medizinischen Klinik wird sich mit seiner Erkrankung beschäftigen. Es war eine Leukämie und wie man das heute sieht, wird sie darstellen. Und schließlich wird wieder Professor Bergmann kommen mit seinen Mainzer Musici und wird einige kleine Stücke live spielen und uns die Musik von Béla Bartók nahebringen. Wenn Sie interessiert sind, sind Sie herzlich eingeladen. Damit sind wir für heute am Ende. Kommen Sie gut nach Hause, behalten Sie ein gutes Herz, damit Sie nicht doch in die Behandlung müssen. Es ist immer besser, man muss nicht, auch wenn es viele gute Möglichkeiten gibt. Und kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Wiederschauen.